Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex von Noobtown Gaming und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge LS15 auf der PlayStation 4. Und was blinkt denn da so? Güterbahnhof, ja, was gibt's da? Oh, Gerste. Große Nachfrage. Fängt ja schon mal gut an hier. Wie lange noch? Noch lange genug wahrscheinlich, ne? So, Zeit läuft. Angesät ist. Ich habe keine Gerste. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? So, Körnermais bringt fast gar nichts. Weizen. Ich könnte aber eigentlich auch mal wieder Silage so ein bisschen machen, ne? Könnte ich eigentlich auch mal tun. Gucken, ob das was. 13. Muss aber erst noch ein bisschen Geld verdienen, du. Aber was mit was? Ist die große Frage aller Fragen. Mit Hackschnitzel? Wahrscheinlich das Beste, ne? Da brauche ich aber eine Schaufel. 1000 Liter, 700 Liter. Das ist ein schlechter Scherz. Warte mal. Sonderangebote. Oh! Wie lange noch? Angebot endet in 22 Stunden. Wie soll ich denn so schnell so viel Geld auftreiben? Hier, kann man die... Ne, kann man nicht. Schade. Aber dann brauche ich... Warte mal, wo bin ich? Hier so eine Schaufel, ne? 1000... Na, da passt ja nix rein. Dann nehme ich einfach so eine. Zack, so. Und dann muss ich aber... Weil ich habe jetzt keinen... Ja, es tut mir leid, aber ich habe keinen Nerv. Ja. Ob sie. So. Ich habe jetzt keinen Nerv, von da unten bis da oben zu fahren. Also nicht mit dem. Mit der Möhre. Da raste ich aus. So. So, da ist das Hackschnitzel, das Objekt der Begierde. Rammeln wir einfach mal voll rein. Zack. Oh, oh, oh. Zurück, zurück, zurück. Upsi. So. Dann brauchen wir noch den Anhänger. Und dann geht's hier feste. Geht's hier steil. So. Hier könnte man eigentlich auch mal einen größeren, obwohl wir haben noch nicht die Massen. So. Jetzt habe ich es aber langsam raus. Es ist komplett ab, entgegengesetzt. Da drin, ne? Boah, wie lange das dauert jetzt, ey. Dieser Scheiße hier. Hier passt ja nix rein, ey. In das Ding. Muss ich hier achtmal hin und her fahren, bis das Ding voll ist. Upsi, upsi, upsi. Warte, erstmal Licht an. Zurück. Marsch, marsch. Boah, nee, das ist...
Ist halt nur so eine Behilfsschaufel, ne? Logisch. Nichts mehr drin, alles klärchen. So, nächste. Vielleicht habe ich jetzt raus hier. Halbwegs. Hopp. Wie viele sitzt da drin? Eine geht noch. Oh, jetzt muss ich das Licht wieder anmachen. Ja, ist jetzt zum Kotzen. Wie bei einer Frau, wenn ich in Panik bin und die Schaufel hochmachen will, das aber schnell gehen muss, dann wechsle ich Gas mit Bremse. Hallo, kannst du mal da? Ah. Wird dann ganz schnell mal Gas mit Bremse verwechselt, dann wird man hektisch und dann war's das. So. Wie? Passt nichts mehr rein? Lächerlich. Ich becher mich weg. Tatsache. So. Wo bringe ich den Scheiß jetzt hin? Biomasseheizkraftwerk. Alles klar. Soll ich hinkriegen. So, erstmal Licht an. Karte auf. Wo ist das denn? Güterbahnhof, Gartencenter, Windmühle, Biomasseheizkraftwerk. Ist gar nicht so weit weg. Auf geht's. Tempomat rein und rollen lassen. Quasi. Upsi. So. Danach werde ich mal gucken, ob das Feld schon wieder fertig ist. Dann werde ich mal wieder meinen Ernter bemühen hier. Das bin ich hier noch richtig. Ach ja, bin genau im richtigen Weg. Dass da wieder ein bisschen geerntet wird. Oh oh. Ja, dafür sind Traktoren gemacht worden. Patz, Schild. Oh, Mauer, Entschuldigung. Versicherung, Haftpflicht. So, und Sprit verbrauchen tut ja auch keiner. Oh, jetzt wird's aber nebelig. Hör auf! Ja, weiß ich. So, abladen. Ach, da regnet's Geld. Um wieder zurück. Ich könnte natürlich auch damit Geld verdienen, ne? Warte mal. Forstgeräte? Ach nee, da gibt's gar nicht. Ich hab gedacht, es gäbe irgendwie was. Au! Was kleineres als den für sich dran zu hängen oder so. Das wäre cool. Aber gibt's leider nicht. So. Hier passt hier rein, 31, hier passt 25.000. Ne? Boah, da bräuchte ich ja wieder so viel. Aber macht nichts. Sollen wir den mal kaufen? Wir kaufen den mal. Okay, und dann brauchen wir noch hier so eins. Boah, das ist aber auch auf Millimeter genau. So. Dann werde ich Silage machen, Freunde. Jetzt fahre ich erstmal hier den Shit wieder zum Hof zurück. Ich hoffe, es regnet nicht, weil dann kann man nicht ernten. Das ist nun mal so. Und dann... Boah, mir ist immer noch so warm. Ich weiß auch gar nicht, warum es hier so warm ist. Normalerweise ist das Zimmer hier, was ich habe. Es ist zur Nordseite raus. Mein Zimmer. Das ist normalerweise der kühlste Raum im Haus, logischerweise, wenn es zur Nordseite ist. Weil im Norden scheint die Sonne nicht, dann kommt sie nicht vorbei, ne? Logisch. Und aber es ist so warm hier drin gerade. Könnte ich auch an mir liegen, dass ich irgendwie Hitzewallung kriege oder so. Weiß ich nicht. So. Das stellen wir mal hier ab. Dann schauen wir mal. Ist der Raps schon ready for Takeoff? Ja, ne? Müsste eigentlich. Die Sämaschine steht ja auch dumm rum, aber das macht überhaupt gar nichts. So.
So, dann geht er ab und das stellen wir mal ein bisschen runter. So. So. Gib mir die Map. Dann werde ich mir mal den schnappen. Den Shit mal da runterfahren. Was ich hier noch dran habe. Dann zum Händler düsen. So. Zack. Ist das so sinnvoll war, weiß ich nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht. So, dann mal hier hoch. Hopp. Und zum Händler muss ich andere Richtung. Hier lang. Und jetzt Wheelie. Das wäre awesome. Wenn das gehen würde. Ich weiß, dass Traktoren, die noch nicht übersetzt sind, ne? Also wo die noch nicht eingestellt sind, wo der raue Motor einfach nur drin ist, nicht übersetzt, alles Standard. Dass die so viel PS haben, dass die vorne hochgehen beim Anfahren. Weil die noch nicht aufs Ziehen ausgelegt sind, sondern aufs Schnellfahren. Also nicht auf Drehmoment, sondern auf Beschleunigung, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es halt so, dass die dann vorne hochgehen können. Also nicht alle, natürlich wenn du 90 PS hast, dann nicht, aber... Hoppa, so die großen Trecker, die gehen dann vorne hoch. Das ist schon der Shit, ey. Sag ich euch, Freunde, das sage ich euch. Oh. Aber wo mähe ich denn jetzt den Rasen? Wo ist denn jetzt hier vernünftiger Rasen? Muss doch irgendwo eine Wiese sein, oder? Ich guck mal auf der Karte rum. Ja, über Feld 15 ist eine Wiese und unter Feld 33. Ich fahr einfach mal. Oh, falsche Richtung. Da lang. Hier über Feld 15 mal gucken, was hier so affiert. Ja, aber ich könnte hier eigentlich schon anfangen, ne? Weil von nix geht nix. So. Ja, kennen wir ja schon. Diesmal aber mit ganzen 16 km/h. Nicht mit 6. Also das geht schon. Geht schon ein bisschen besser hier. Dann geht das auch ein bisschen schneller vonstatten hier alles. Hoffe ich. Aber ich weiß, es ist schon wieder dasselbe. Und das ist halt das, was ich meine, ne? Es ist halt, keine Ahnung, ob das so langzeitmotivationsmäßig so gut ist, weiß ich noch nicht. Auch bei mir jetzt, ne? Beim Spielen. Nicht nur beim Zuschauen. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste, weil ihr da selber nichts macht, nichts tut. Aber beim Spielen ist es halt auch. Naja. Nicht ganz so schlimm wie beim Zuschauen auf jeden Fall. Kann ich mir jetzt so vorstellen. Oder stelle ich mir jetzt so. Denke ich mal so. So. Und weiter geht's. Ich bin aber auch ein bisschen müde vom Wetter. Ich bin nicht so der Warmtyp. Ich bin auch eher so der Wintertyp. Können natürlich jetzt sagen, als Typ, da haben die Mädels alle kurze Sachen an. Ist prinzipiell richtig. Nützt mir aber nichts, wenn ich schwitze wie ein Schwein. Ja? Also von daher, könnte man diese These vielleicht nochmal überdenken. Schön Blümchen hier. Aber es geht natürlich... Alter! Oh Gott! Geht natürlich bedeutend schneller. Mit dem Gerät, als mit
den anderen Gerät, den wir davor gehabt haben, nicht? Mit dem kleinen Gerät. Und so kann man direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zwar ein bisschen langsamer wahrscheinlich, also wenn man jetzt nur eins machen würde, wäre es wahrscheinlich schneller. Weil das eine vielleicht das andere drosselt, also das Mähen drosselt wahrscheinlich das Aufsammeln, aber so haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe und sind wahrscheinlich in der Summe schneller. Hoffe ich. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch immer so Phasen, ne, in denen ich Bock auf irgendwas habe. Im Moment habe ich wieder richtig Bock, NBA zu zocken und das auch aufzunehmen und so weiter. Ja, und halt andere Sachen dann eher nicht so, aber die, das heißt muss ich, aber die will ich halt schon weitermachen, weil es mir halt auch Spaß macht. Wie gesagt, ich bin ja nicht so, ich muss, sondern ich will. Und wenn ich halt mal keinen Bock habe aufzunehmen irgendwas, wenn ich ja partout keinen Bock habe, wie Star Wars zum Beispiel, da habe ich im Moment überhaupt keinen Nerv für, weil mich das Spiel nur noch abfuckt. Ja? Und warum soll ich was spielen, was mich permanent abfuckt? Oder was mich permanent aufregt, wo mein Puls so dermaßen auf 275.000 steigt? Aber es macht für mich keinen Sinn. Deshalb muss ich da halt auch mal eine Pause machen. So zwischendurch. Ne? Kann sicherlich der ein oder andere Gamer nachvollziehen, dass man manchmal einfach eine Pause braucht von dem jeweiligen Spiel. Deswegen verstehe ich es auch nicht. Also das ist jetzt keine Kritik, das ist nur meine Meinung. Und die kann sich ja jeder bilden, nur mal wie er will. Und meine Ansicht, die ist natürlich auch anders als die Ansicht von anderen. Wie man zum Beispiel sein Leben lang quasi oder immer nur dasselbe Spiel zocken kann. Also ich meine, ich will jetzt auf Minecraft hinaus, ne? Weil das ist, irgendwann hängt es einem doch einfach nur zum Hals raus. Es hängt einem doch irgendwann, ist jetzt nicht nur, also bei Minecraft weiß man es halt, dass es so ganz extrem ist, dass es auch Leute hier auf YouTube gibt, die nur Minecraft spielen. Nur. Und Punkt A ist es, irgendwann hängt dir das Spiel auch sowas von zum Hals raus. Also kannst du doch einfach nicht mehr sehen. Ja? Und Punkt B, PvP zum Beispiel. Ich würde Minecraft niemals PvP spielen. Warum? Es gibt so viele geile PvP-Games. Ja? Es gibt so viele geile Spiele, die man kompetitiv gegeneinander spielen kann. Da muss ich mir nicht mit einem Schwert in der Pixelwelt auf die Möppe hauen. Also da gibt es tausendmal geilere Sachen. Ja, die man so machen kann. Also es ist jetzt keine Kritik, wer Minecraft sein Leben lang den ganzen Tag spielen will, soll halt gerne machen, wer Spaß dran hat, klar, aber ich kann es halt nun mal nicht nachvollziehen, ne? Und das ist halt so immer das Ding. Was man auch nicht falsch verstehen darf. Ja. Aber das finde ich auch immer geil, wenn Leute mich so versuchen zu überzeugen, dass irgendein Spiel total geil ist oder so. Zum Beispiel das neue COD Black Ops. Black Ops 3 oder was? Ich hab's im Schrank, Moment. Ja, Black Ops 3, logisch. Absoluter Bullshit. Also absoluter Bullshit. Sagte dann einer zu mir, auf Twitter, ja, aber so das beste Spiel der letzten zwei Jahre. Sag ich, ja, die letzten drei Spiele waren ja auch beschissen hoch 10. Ja? Also, weiß ich nicht. Für mich ist seit Call of Duty Modern Warfare 3 ist das Ding gelaufen, ne? Seitdem spiele ich es auch nicht mehr, weil, ja, Advanced Warfare war der übelste Ultra-Scheiß. Dann Black Ops 3 ist auch nicht viel besser. Und dazwischen kam da, glaube ich, noch eins, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher, was da noch zwischen kam oder ob da überhaupt irgendwas kam. Aber wie gesagt, ich verfolge das auch nicht mehr so. Aber das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich freue mich jetzt wirklich, wenn... ich habe auch den neuen Trailer gesehen von dem neuen COD. Wenn dann irgendwo im Weltall rumgeflogen wird. Ohne Worte. Ohne Worte. Also da... Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Also ich habe da keinen Bock drauf, ich werde es mir auch nicht kaufen. Bei Black Ops 3 habe ich schon den übelsten Fehlkauf gemacht, 70 Euro in den Sand gesetzt, weil das Spiel einfach kacke ist. Aber wie gesagt, jeder, wer es spielen will, soll es gerne spielen. Versuch mich noch nicht zu überreden, weil das Spiel ist scheiße, Punkt aus Ende. Und ja, ich freue mich aber riesig darauf, wenn COD 4 remastered wird. Also da, das ist so, das ist für mich so das ultimative COD. Das ist so geil, finde ich, meiner Meinung nach. Und das werde ich auf jeden Fall zocken und auf jeden Fall auch aufnehmen und zeigen, weil ich es einfach liebe, dieses Spiel. Aber, stopp mir mal ganz kurz. Mach mir die Scheiße mal aus. Schon gut was zusammengekommen, ne? So fast voll. Ich würde sagen, das war das mal wieder für diese Folge. Ich schreibe mir jetzt einen Zettel, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe aufzunehmen. Ich muss jetzt gleich weg. So. Nächste LS. Punkt, Punkt, Punkt. Mähen. Sammeln. Silage. So. Und. Moment. Mähdrescher leeren. Oh, leeren ohne H. Idiot. Und weiter ernten. So. Also. Bis dahin. Bin jetzt mal raus. Haut rein, Leute. Ciao.